Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ein feuchter Einstieg. Das war das Stück Murky Water aus dem Album Into the Groundwater von einer Neuvorstellung aus Kanada vom Projekt Overcast Sound.
Dahinter verbergen sich zwei Jungs, Jamie und Michael, die ihr Album bei Odex Music herausgebracht haben, noch im alten Jahr. Download unter odexmusic.bandcamp.com und mehr Infos über das Musikprojekt erfahrt ihr auf der umfangreichen Homepage overcastsounds.com. Wir kehren am Ende der Show noch einmal zu Odex Music zurück, doch zuerst möchte ich euch Zuhörer ganz herzlich begrüßen zur 384. Episode von Extra Chill, der ersten offiziellen Ausgabe nach dem alljährlichen Neujahrsspecial. Und wie jedes Jahr steht diese zweite Januarfolge noch im Zeichen des alten Jahres, muss ich doch die Restveröffentlichungen, die kurz vor oder zwischen den Feiertagen erschienen sind, berücksichtigen. Es sind vor allem Compilations, die zum Jahresende veröffentlicht werden, und aus einigen davon habe ich das folgende Vierer-Set zusammengebaut, wobei ich mit zwei weiteren Neuvorstellungen beginnen möchte. Die Compilation Ambient 3 von Atlantea Records war bereits Thema in der Neujahrsfolge. Heute also ein zweiter Auszug, nämlich das Solo-Projekt Basement God. Ich habe keine Ahnung, wer sich dahinter verbirgt. Das Ambient-Stück Jage Nacimiento fordert nicht nur mein Spanisch heraus, sondern auch eure Ohren, um alle Samples und Sounds zusammenzubringen. An zweiter Position stellt sich der US-Amerikaner John Lewis Cluck zum ersten Mal bei Extra Chill vor. Sein Track Afterthoughts ist auch der Titel der gleichnamigen Compilation, die beim Kavi Collective noch vor Weihnachten ins Regal gestellt wurde. Der dritte Beitrag des Sets stammt vom Solo-Projekt Microlot aus Australien. Luke gab in Episode 366 sein Debüt in meiner Show und sein Track Echoes of the Past ist Teil der Season 2 Compilation, die von den fleißigen Freunden vom Label Space Lunch zusammengestellt wurde. Und für den Abschluss des Sets besuchen wir Drift Deeper Recordings in London, denn dort kam, passend zur Jahreszeit, die Compilation Cold Snap 2022 heraus. Mit von der Partie ist auch unser Freund Martin Jahl mit einer Deep Chill-Out-Kreation. Sie heißt kurz und knapp Drive. Viel Spaß mit dieser abwechslungsreichen Viererkette. Thank you.
Vier Tracks, vier Künstler, vier Compilations, vier Musikgenres. Wir hörten in umgekehrter Reihenfolge Martin Jarl aus Norwegen mit dem Track Drive. Download unter driftdeeper.bandcamp.com. Davor hörten wir zum zweiten Mal Musik von Microlot, und zwar das Stück Echoes of the Past. Zu bekommen auf der Bandcamp-Seite von Space Lunch. An zweiter Stelle gab John Lewis Cluck aus Wisconsin seinen Einstand bei Extra Chill mit dem Track Afterthoughts. Und los ging's mit dem Basement God und seiner Ambient-Kreation Jagé Nacimiento. Die gibt's unter atlanteaRecords.bandcamp.com.
Die Musik meiner Gäste gibt es nicht nur über Bandcamp, sondern auch bei allen anderen Online-Musikstores und Streamingdiensten. Nur verdienen die Künstler beim Kauf oder Stream über Bandcamp mehr Geld. Unterstützt meine Gäste und die Labels dort oder beim Anbieter eurer Wahl. Auch die nächsten drei Musikstücke sind allesamt noch 2022 herausgekommen, allerdings nicht auf Compilations. Den Dreier eröffnet Tane Verbruggen, den wir seit Episode 203 unter dem Namen Monodisc kennen. Dawn heißt der Dub-Techno-Track, der auf dem gleichnamigen Album bei Cold Tear Records veröffentlicht wurde. In der Mitte leuchtet eine weitere Neuvorstellung, das Projekt Autumn Glow aus der Schweiz. Mark heißt der junge Mann, der nach eigenen Angaben seit 12 Jahren Musik macht. Los ging's als Bassist in diversen Metal- und Rockbands. Davon ist er heute jedoch weit entfernt, denn bei MOR Records kam eine Lo-Fi-Pop-Chill-Out-Single heraus mit dem schönen Titel Waldgeist. Von der Schweiz geht's zum Abschluss des Dreiers nach Deutschland zurück, nach Hessen, zum Label Melotonin, das von Daniel Hennebühl gegründet wurde, den wir wiederum unter dem Künstlernamen Faserklang kennen. Das Album Reflections besticht mit lupenreinen Chill-Out-Sounds, wie dem Track Lagoon. Genießt jetzt dieses aufregende Musikset. Thank you.
und souverän. Das war Faserklang mit Lagoon. Download des Stücks und des Albums gegen eine kleine Spende unter melotonin1.bandcamp.com. Die Single Waldgeist von Autumn Glow gibt's ebenfalls bei Bandcamp unter morrecords.bandcamp.com. Und auch das Label Cold Tear Records verkauft seine Musik dort. Sucht auf der Seite coldtearrecords.bandcamp.com oder beim Anbieter eures Vertrauens nach Monodisc und nach seinem Album Dawn, dessen Titelstück das Dreier-Set eröffnet hat. Ihr sucht die Links zu den Künstlern und den Musikdownloads? Dann besucht meine Shownotes zur Sendung auf meiner Homepage extrachillpodcast.de. Neben den Links könnt ihr dort jede Extrachill-Folge über den Webplayer anhören, die Original-MVA-Dateien herunterladen, Geld spenden auf mein PayPal-Konto einzahlen und Kommentare hinterlassen. Folgt mir bei Soundcloud unter soundcloud.com/extrachill oder schreibt an die E-Mail-Adresse extrachillpodcast@gmail.com für Lob, Kritik und Musikvorschläge. Wer aufgepasst hat, hat 8 Tracks bislang zählen können. Es gibt jetzt noch einen Rausschmeißer, einen Bonustrack sozusagen, denn ich wollte auf jeden Fall noch einen Titel spielen, der in diesem noch jungen Jahr herausgebracht wurde. Wie zu Beginn erwähnt, kehren wir dazu nach Berlin, zu Odrex Music zurück. Auch das Projekt Aura Minimum ist eine Neuvorstellung, und zwar aus Russland. Wladislav Ischkov lebt in St. Petersburg und hat sich der Dub-Electronica verschrieben. Passend zum Genre und der Jahreszeit präsentiert er sein kleines Album Frost Patrol, aus der ich gleich das Titelstück spielen werde. Doch zuvor möchte ich mich von euch verabschieden und mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, ihr Lieben. Ich hoffe, wir hören uns am 1. Februar wieder, denn ich muss leider nun doch ein neues Betriebssystem auf meinen iMac aufspielen und leider, leider wird mir dann meine schöne Version 6.0.5 von GarageBand nicht mehr zur Verfügung stehen und damit die letzte Version mit dem Podcast-Editor, den Apple ja später einfach rausgeworfen hat, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich komme mit der neuen Version und dem Kapitel-Editor klar und Episode 385 wird pünktlich erscheinen. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Nun inspizieren wir die kalte Witterung. Auf geht's zur Frost Patrol mit Aura Minimum. Download der gleichnamigen EP unter orexmusic.bandcamp.com.
Extra chill.